Hallo, schön, dass du hier bist. Ich bin Sina und ich habe heute einen etwas intensiveren Flow für dich. Es geht um positive Energie. Es ist wichtig und das wäre super, wenn du schon Yoga-Erfahrung hast, ja, dass du auch wirklich davon alles mitnehmen kannst, dass du davon profitieren kannst, dass es dir dabei gut geht. Equipment wäre zum Beispiel ein Block heute. Wenn du keinen hast, ist aber auch kein Problem. Und das Ganze, der Flow heute basiert auf dem 6. Flow in meinem Buch Yoga Flow Balance. Das ist übrigens auch von Susanne Schrammke fotografiert, die diese wunderschönen Videos mit mir gerade macht. Und du kannst hier sozusagen dann ein bisschen mehr noch darüber lesen und auch Hintergründe zum Yoga, wenn du noch ein bisschen mehr erfahren möchtest. Genau. Schön, dass du da bist. Ich freue mich und dann viel Spaß. So, let's go. Wir fangen heute im Sitzen an. Aber erstmal kurz die Handgelenke so ein bisschen kreisen. Aber dass sie ein bisschen warm werden. Wir brauchen heute viel Kraft in den Händen und viel Kraft in den Handgelenken. Gerne mal schütteln. Genau. Und dann streck mal die Arme nach vorne auf und fang mal an, so ein bisschen die Finger auf und zu zu machen. Genau, so ein bisschen pumpen, die Unterarme. Auch mal zueinander drehen, die Handflächen nach oben drehen, genau, wieder zueinander. Und wenn es schon unangenehm wird, dann machst du alles richtig. Wenn nicht, dann noch ein bisschen stärker. Und dann vielleicht mal nach außen drehen, die Handgelenke. Genau, und dann mal im Kreis. Und einmal wieder zurück. Und einmal alles ausschütteln. Genau. Wir fangen an im Tisch. Und zwar die Füße einmal richtig schön hüftbreit aufstellen, Hände hinter deinen Rücken, Schulterblätter ein bisschen zusammen, Bauch aktiviert und dann schieben Hände und Füße, heb das Becken nach oben, Aktivität in die Rückseite mit der Einatmung und dann Ausatmung, zieh den Po nach hinten oben durch. Ja, wenn das nicht geht, kannst du auch zwei Blöcke nehmen und die Hände atmen. Ein, heb das Becken, oh, dann gehen wir gleich Vollgas, atme aus, einmal nach hinten oben durchziehen. Sehr schön, nochmal. Heb dein Becken, atme ein, Schulterblätter zusammen und atme aus durch und dann hebt man das rechte Bein dazu. Yes, nochmal nach vorne oben und wenn es nur ein Millimeter ist, das nehme ich auch. Und nach hinten wieder durch, linkes Bein hoch. Atme ein, nochmal, oh, sofort warm und nach hinten durch und natürlich probier mal beide. Und release. Schon sind wir warm. Sehr gut, nochmal die Handgelenke gerne kreisen, ja, das ist ja oft ein bisschen ungewohnt, aber wir brauchen heute viel Kraft in den Handgelenken. Und dann lauf nach vorne, spreiz die Finger weit auf, mach dich bereit für deinen herabschauenden Hund. Die ersten drei Finger erden in die Matte und die Außenseiten der Arme, ja, du hast sozusagen einen nach innen Spin in die ersten drei Finger und schiebst da richtig rein, behältst diese Innenrotation und der Oberarm dreht nach außen, also ein bisschen jetzt. Natürlich kraftvoller, damit der Nacken frei ist. Das machst du mit beiden Händen. Stellst die Zehen auf, schieb dich nach hinten oben in den herabschauenden Hund. Und dann trete mal hier genüsslich durch die Fersen. Eine nach dem anderen. Sehr gut. Und dann komm in deinen herabschauenden Hund an. Für so 5 Atemzüge. Also wenn mein Atem zu langsam ist für dich oder zu schnell, nutze ruhig das Tempo von deinem eigenen Atem. Zieh die Sitzbeinhöcker weit nach hinten oben. Stabilisier deine Schultern, also häng dich in den Schultergürtel durch. Sondern hab einen schönen, stabilen Schultergürtel. Saug die untersten Rippen leicht nach innen. Und dann zieh die Sitzbeinhöcker nach hinten oben und lass die Fersen schwer werden. 2 Atemzüge hier. Ein tiefer. Und dann mach einen Spaziergang auf deiner Matte nach vorne. Als du vorne bei deinen Händen angekommen bist, beug die Knie nochmal, lass dich über die Beine hängen, greif gerne auch die gegenüberliegenden Ellenbogen. Und werf ganz schwer. Nochmal ja, nein mit dem Schädel. Beine sind aktiv, auch wenn sie gebeugt sind. Und der Oberkörper ist schwer. Die Arme fallen und dann roll dich ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben zum Stehen. Gib die Arme nochmal über deinen Kopf. Zieh dich lang, Flanken lang, atme ein und Hände zum Herzen. Atme. Sehr schön. Komm kurz
jetzt hier zum Stehen und ja, wir laden heute positive Energie ein. Die Tadasana, schließt die Augen. Und dann bringen die Hände vor deinem Herzen nochmal zusammen. Und lade diese positive Energie ein. Dass du das Bewusstsein in dein Leben hineinbringst. Vielleicht etwas formulierst, wie ich bin, voller positiver Energie. Ich bin mutig, ich bin kraftvoll. Das ist ein Mantra für die Praxis. Ja, fallen öffne die Augen. Mach es zusammen in den Sonnenruf, um uns ein bisschen warm zu machen, gehen dann in den Flow. Hebe die Arme über deinen Kopf. Zieh dich lang, wachs nach oben, atme ein und ausatmen und tauch über die Beine, als würdest du von einer Klippe springen, lass dich fallen. Halbe Vorwärtsbeuge, Hände auf deine Schienbeine zuerst, Wirbelsäule lang, atme ein. Platziere die Hände und dann steig in deine Liegestützposition. Atme aus, durch den Scheitel lang nach vorne, Herz nach vorne, Fersen nach hinten ein und dann über die Knie. Ellenbogen eng, senk dich langsam auf den Bauch. Die Zehen werden lang, heb dein Herz nach vorne oben, Wirbelsäule. Dich auseinanderziehen. Mit der Ausatmung innen herabschauen und zurück. Jetzt hier nochmal zwei tiefe Atemzüge, lange Wirbelsäule, Kopf ist weich. Noch einmal tief ein. Und dann beug die Knie, heb den Blick, atme aus. Steig nach vorne zwischen die Hände. Komm nochmal in die halbe Vorwärtsbeuge, atme ein. Und lass dich über die Beine fallen. Schieb in die Füße vom Scheitel zuerst. Komm zum Stehen, Arme über die Seite, über den Kopf. Atme. Und Hände zum Herzen, über die Körpermitte, langsam tief. Atme auf. Nochmal, heb die Arme über den Kopf, zieh dich lang. Wachs nach oben, Flanken lang, aktiver Spin der Hände. Und dann lange Wirbelsäule, Gewicht in deine Ballen, Bauch ist fest und dann tauch tief. Und dann lass dich fallen, beug die Knie. Halbe Vorwärtsbeuge, entweder Hände auf die Schienbeine oder Gewicht in die Fingerspitzen. Zieh dich hier lang, platziere die Hände, anderer Fuß zuerst, steig zurück, Liegestütz. Atme aus. Kurzes Intermezzo, bring die Fersen nach rechts, stabile Beine, heb den linken Arm, Seitstütz, atme ein, aktiviere deine Flanken und komm wieder zurück. Atme aus, bring die Fersen nach links, auch hier wieder drahtige, starke Füße, heb den rechten Arm, Seitstütz, Variation, Bashitasana, atme und rechte Hand tief und senk dich in einem Stück oder die Knie. Ab, Ellenbogen eng, atme aus. Kurz mal die Beine nach hinten wieder strecken, Zehennagel lang. Und dann heb die Arme und komm in Shalabhasana. Und jetzt roll die Schulterblätter zusammen und dreh die Handflächen nach unten. Und dann heb die Beine dazu, nur so ein paar Zentimeter. Und denk eher an Oberschenkel heben, Bauch nach innen, Scheitel lang. Und dann fang an, hier ganz kurz ein bisschen zu paddeln. Und die ganze Wirbelsäule aufwecken. Und die Arme ziehen nach vorne und zieh die Ellenbogen nach hinten unten zusammen, beug die Ellenbogen, streck die Arme. Noch zweimal. Atme ein, zieh dich lang, dann paddel ruhig weiter. Und dann Ellenbogen zieh nach hinten und dann die Finger wieder lang. Noch einmal. Versuch, dass der Po zwar arbeitet, aber nicht zusammenzwickt. Und jetzt wieder nackenlang auf. Sehr gut. Dann leg alles wieder ab. Hände neben dem Brustkorb. Die Schultern zurück in deinem Baby-Cobra, atme ein. Und jetzt schieb so fest in die Fußrücken, dass die Oberschenkel sich lösen. Und schieb mehr in die Hände, komm in deinen heraufschauenden Hund. Die Oberschenkel lösen sich und das Herz ist weit aus. Einatmen hier nochmal, heb dein Herz, schieb dich nochmal raus, heb den Blick ein kleines bisschen diagonal nach oben. Und dann Bauch nach innen ziehen, über die Knie oder direkt ein Fuß nach dem anderen. Umschlagen, herabschauender Hund. Hier nochmal Länge in die Wirbelsäule, tiefe Einatmen und Fersen werden schwer und die großen Zehen schieben in die Matte. Komm, mach mal hier auf die Zehenspitzen, atme
Beug die Knie, Po wird schwer, heb den Blick atmen. Steig oder flieg nach vorne. Ende der Ausatmung. Die Einatmung nochmal hier Länge in deine Wirbelsäule. Und aus, lass dich fallen. Schiebe in den Boden, tauch nach oben vom Scheitel zuerst. Heb die Arme über den Kopf, aktive Füße. Hände zum Herzen. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt ein bisschen mehr in den Flow. Setz dich tief, heb die Arme, Utkatasana. Atme an. Zieh die Arme nach hinten, heb die Fersen, Bauch ist fest. Heb das Herz aus. Fersen wieder tief, heb die Arme, Utkatasana. Dreh die Handflächen nach hinten, für ein offenes Schultergürtel. Und atme aus. Zieh die Fersen nach oben, Bauch ist fest. Setz dich wieder tief, heb die Arme, Gewicht bewusst in die Fersen. Länge, Länge, Länge. Und atme aus. Heb die Fersen, heb das Herz. Greif die Hände hinter dem Rücken. Roll die Schultern zurück. Hier nochmal Länge. Atme ein. Und dann Fersen tief. Und lass dich nach vorne sinken. Arme ziehen über den Kopf. Atme aus. Hier nochmal ein bisschen mehr Länge und Aktivität in die Füße. Atme ein. Lass die Arme fallen. Release Uttanasana. Atme aus. Halbe Vorwärtsbeuge. Bring Gewicht in die Fingerspitzen. Und schau, dass der Block auf jeden Fall am Anfang deiner Matte ist. Eher Richtung rechte Seite. Und dann steig in deinen herabschauenden Hund. Zurück. Atme aus. So, wir fangen jetzt in dem Flow an. Machen wir einmal langsam und dann zweimal ein bisschen schneller durch. Bring die Füße auf der Matte näher zueinander. Heb das rechte Bein nach oben. Atme ein. Lange Wirbelsäule. Und jetzt öffne deine Hüfte, beug das rechte Knie. Aber schau, dass du links lang bleibst, dass die Seite nicht kurz wird. Aktiviere deine rechte Pobacke. Zehen sind auch aktiv. Schiebe dich aus den Armen wieder raus, atme ein. Beug natürlich jederzeit das linke Knie hier. Noch einmal, aktiviere die rechte Pobacke, atme ein. Ein, zieh das Knie zur linken Schulter in den Twist. Atme aus, ganz nach oben, ganz nach oben. Schieb dich wieder zurück. Öffne die Hüfte, atme ein. Und jetzt bring mehr Gewicht auf die linke Seite. Dreh den Fuß so ein bisschen zur Seite. Komm auf die rechten Fingerspitzen. Komm mit der Schulter auch ein bisschen nach vorne. Und jetzt in Zeitlupe, vielleicht nur noch den Zeigefinger der rechten Hand, steig mit deinem rechten Fuß hinter dir auf den Boden. Löse die rechte Hand, zieh den rechten Arm über deinen Kopf in dein Wild Thing. Atme ein. Linke Schulter weg vom Ohr aus. Nochmal tief ein, zieh dich lang. Aus und dann ein letztes Mal atme ein. Und jetzt bring die rechte Hand wieder tief. Zieh das rechte Knie nochmal ran. Aus. Schau nach links. Und dann bring den rechten Fuß nach links. Hüft hoch oder höher auf die Matte. Hinterer Fuß 90 Grad auf dem Boden. Schieb in die rechte Hand und dann dreh den linken Arm auf. Das ist ein Seitstütz. Ja, nochmal so eine Vashisthasana-Variation. Hier richtig raus. Ein. Aus. Wenn du magst, dreh die Handfläche nochmal nach oben und jetzt schieb dich richtig nochmal raus. Zieh die ganze Seite lang, atme ein. Und dann bring die linke Hand tief, beug das rechte Knie, zieh es zum rechten Handgelenk und leg dein Schienbein ab und komm in eine aktive Taube. Lauf mit den Händen ruhig ein bisschen nach hinten. Ja, und dann kannst du auch hier hinten nochmal das Bein strecken, dich richtig rausziehen. Einen Lift einbauen, sodass du sozusagen hier ganz stark sitzen kannst. Und dann mach die Zehen lang. Hier nochmal Länge, wachs nach oben, atme ein. Und langsam mit den Händen wieder auf die Matte. Atme aus. Stell die linken Zehen auf. Heb den Po, rechtes Bein nochmal nach hinten oben, atme ein. Steig nach vorne zwischen deine Hände. Mit dem rechten Fuß. Atme aus. Dreh die linke Ferse auf dem Boden. Und der linke Arm bringt dich hoch. Atme ein. Und mit der Ausatmung beug rechts tief. Schön. Flipp die rechte Hand. Lehn dich einmal hier zurück. Öffne. Atme ein. Komm zurück. Atme aus. Mach das noch zweimal. Flipp die rechte Hand. Lehn dich zurück. Atme ein. Und komm zurück. Atme. Ein letztes Mal. Lehn dich zurück. Jetzt streck das rechte Bein dazu. Schiebe die rechte große Zehe. Atme ein.
Und komm zurück, beug das rechte Knie wieder, linke Hand kommt in die Hüfte. Lauf ein bisschen nach vorne mit dem linken Fuß. Du nimmst jetzt den Block auf die höchste Stufe, greifst mit der Hand da drauf, hebst das linke Bein und kommst in deinen Halten. Das linkere Bein an und die Zehen zeigen zum langen Mattenrand. Roll die Schulter weg von den Ohren und schieb in den großen Zeh. Gib den linken Arm nach oben. Du kannst mit dem Blick unten bleiben, vor allem wenn vielleicht die Balance noch nicht ganz so wach ist. Du kannst anfangen nach vorne zu schauen. Oder, schauen wir mal, ob das heute klappt, nach oben. Sehr gut, hier nochmal richtig schön ausbreiten. Atme ein. Und dann linke Hand tief, Block ein bisschen zur Seite stellen. Und dann Standing Split. Mal ausschütteln das Bein hier oben. Und du kannst auch die Hände hier ein bisschen nach vorne bringen oder greif mit der rechten Hand nach deinem Wadel und zieh dich so ein bisschen an das Schienbein ran. Noch einmal tief hier ein. Und dann beug rechts, steig langsam zurück in den Ausfallschritt. Sehr schön, schieb in die Hände. Rechtes Bein nach oben, dreibeiniger Hund. Atme ein. Komm nach vorne in deine Liegestützposition. Und senk dich ab, atme aus. Entweder jetzt kommt der Fuß am Ende auf den Boden oder schon am Anfang. Und tief. Einmal in die Kobra oder heraufschauender Hund. Atme aus. In den herabschauenden Hund. Atme aus. Wenn du eine Pause brauchst, immer gerne ins Kind oder einfach mich auf Pause drücken. Das ist ja der Vorteil. Andere Seite, Füße etwas näher zueinander, heb das linke Bein nach oben, atme ein und zieh das Knie an deine rechte Schulter ganz nach oben in den Twist, atme ein, schieb dich wieder zurück, atme ein und dann öffne die Hüfte und beug das Knie. Und jetzt bleib aber rechts lang, indem du dich aus der rechten Seite wieder rausschiebst, die rechte große Ferse tief wird und das linke Bein Richtung Decke ziehen und Bauch fest. Tief hier ein und aus. Dann bring mehr Gewicht nach vorne in die rechte Hand, kipp ein bisschen nach rechts, komm auf die linken Fingerspitzen erstmal, so ein kleines Spiel hier, dann komm immer mehr auf die rechte Seite, bring nur noch den Zeigefinger auf die Matte und dann in Zeitlupe bring deinen linken Fuß hinter dich, linker Arm über den Kopf, lehn dich zurück, atme ein. Und aus. Und tief ein. Und aus. Einmal ein. Und linke Hand wieder tief atme aus. Zieh das Knie nach rechts an die Schulter. Und dann schieß den Fuß nach rechts auf die Außenkante. Dreh den hinteren Fuß 90 Grad auf den Boden. Schieb in die linke Hand und heb den rechten Arm. Und jetzt bist du hier in so einer schönen Seitstützvariation. Ausbreiten ein. Ausdreh die rechte Hand nach vorne. Zieh die ganze rechte Seite lang, lang, lang. Und dann bring die rechte Hand zum Boden. Beug das linke Knie. Leg den Unterschenkel ab. Knie Richtung Handgelenk. Sehr schön. Und lauf mit den Händen ein bisschen zurück. Lass das hintere Bein ruhig aktiv und die Zehen. Und hab so einen Lift vom unteren Bauch so ein bisschen nach oben ziehen, damit der Nacken auch frei ist, Schultern weich und du so einen Support hast. Dass du im Endeffekt auch hier so rumhocken. Nochmal tief ein. Und aus. Lauf die Hände nach vorne. Stell die Zehen wieder auf, wenn sie aber lang waren. Bauchnabel nach innen und dann dreibeiniger Hund. Heb das linke Bein nach oben, atme. Und dann steig nach vorne, zieh das Knie ran, zwischen deine Hände ein bisschen nach links. Dreh die hintere Ferse 90 Grad auf dem Boden mit der Einatmung. Komm nach oben, rechter Arm öffnen. Beug vorne tief und öffne das Knie aktiv zum kleinen Zehen, aber erde die große rechte Zehe. Genau. Und dann flipp die linke Hand, lehn dich zurück, atme ein. Friedvoller Krieger, komm zurück, atme aus. Nochmal, lehn dich zurück, öffne die linke Flanke, atme ein. Und zurück. Atme aus. Letztes Mal. Jetzt streckst du das linke Bein dazu. Schiebe in die linke große Zehe.
öffne die Flanke, atme ein und dann komm zurück, rechte Hand an die rechte Hüfte. Holst du dir den Block, ja, läufst vielleicht mit dem rechten Fuß ein bisschen hinterher, roll die Schultern zurück und dann stoß dich ab, zack, komm in deinen Halbmond. Die linke Hand auf den Block unter der Schulter und schieb da richtig rein. Wenn du eben keinen Block hast, funktioniert das auch auf den Fingerspitzen ganz gut. Genau, das sind die zwei Optionen. Dann dreh den rechten Arm auf, schieb in deine große Zehe. Zehen zeigen nach rechts und dann dreh dich hier auf. Vielleicht nimmst du den Blick mit, vielleicht auch mit bis zur Decke. Genau, und dann zieh dich hier richtig auseinander, aktiviert, zieh die linke Kniescheibe nach oben an. Aus, noch einmal, breite dich aus. Yes, und die rechte Hand kommt tief. Standing Split. Vielleicht magst du mit den Händen vorne bleiben, vielleicht nimmst du auch den Block als Unterstützung. Oder du läufst mit deinen Händen zu deinem Bein, greifst vielleicht auch mit der linken Hand nach deiner Wade. Nochmal tief ein. Und langsam beugt das linke Knie tief. Steig mit dem rechten Bein weit zurück. Ausfallschritt ein. Und dann schieb dich zurück, dreibeiniger Hund, linkes Bein nach oben aus. Komm nach vorne, Liegestützposition, linkes Bein ist oben, atme ein. Stell es jetzt ab an dieser Stelle oder am Ende deines Chaturangas. Atme aus. Heraufschauender Hund oder Kobra. Atme ein. Und dann aus dem Center in deinen herabschauenden Hund. Sehr gut. Dann lauf die Füße ein bisschen weiter nach vorne und auseinander. Zehen zeigen nach außen, Fersen nach innen. Mit den Händen zu den Füßen und setz dich tief in Malasana. So eine kleine Pause zwischendurch. Ich richte mal meine Klamotten. So. Und dann kurz die Ellenbogen innen an die Oberschenkel, Handflächen zusammen. Schieb in die Füße und find so eine richtig schöne lange Linie. Den Nacken mal releasen. Wir machen das Ganze jetzt noch zweimal pro Seite mit ein bisschen Gas. Ja, gerne in deinem eigenen Atem bleiben. Nochmal tief ein und aus. Bevor wir das machen, nimm ruhig die Hände oder setz dich direkt auf den Po. Zack, komm in das Boot. Sehr beliebt. Greif in die Kniekehlen, Unterschenkel sind parallel zum Boden, Füße aktiv. Und dann zieh dich hier richtig schön raus. Bring die Arme parallel zu den Unterschenkeln, Schultern tief, Herz ist weit. Und dann bleib hier für drei Atemzüge. Ein, Länge, aus. Nochmal ein, Länge aus dem unteren Rücken. Bauch ist richtig schön aktiv, aus. Einmal tief ein und aus. Dann streck die Beine so weit, wie es geht. Zieh dich hier nochmal lang, lang. Lang, sehr gut. Und dann beug die Knie, roll dich zurück und wieder vor. Und dann komm in deine Vorwärtsbeuge. Plum. Nimm dir ruhig die Hände zur Hilfe. Oh, mal hier los. Lauf die Hände nach vorn und die Füße zurück. Wir kommen in den herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Und dann von hier gehen wir durch den Flow, den wir gerade langsam aufgebaut haben. Füße ein bisschen näher zueinander. Heb das rechte Bein nach oben. Atme ein. Zieh das Knie an deine linke Schulter. Komm in den Twist. Atme aus. Schieb dich wieder zurück. Öffne die Hüfte. Beug das rechte Knie. Atme ein. Gewicht nach links. Und dann ganz langsam in Zeitlupe. Steig mit dem rechten Bein hinter dich. Löse die rechte Hand. Rechte Arm über den Kopf. Atme ein. Und aus der Kraft deines Centers zieh das rechte Knie zur linken Schulter. Atme aus. Schieß den Fuß nach drüben, nach links. Löse die linke Hand. Seitstütz. Breite dich aus. Atme ein. Und linke Hand tief beugt das rechte Knie zum rechten Handgelenk. Atme aus. Entweder hier nur aufrecht mit Unterstützung. Heb die Arme einmal nach oben, zieh dich lang, atme und Hände wieder tief, aktiviere deinen Bauch, atme. Rechtes Bein nach hinten oben, dreibeiniger Hund ein,
aus. Steig nach vorne zwischen deine Hände, hintere Ferse, 90 Grad. Linker Arm bringt dich hoch. Atme ein, Krieger 2. Beug rechts tief, breite dich aus. Flip die rechte Hand. Lehn dich zurück, öffne die rechte Flanke. Atme ein. Und dann komm zurück, Krieger 2. Atme aus. Linke Hand an die linke Hüfte. Flieg nach vorne, nimm den Block, wenn du einen hast, oder den Boden, in deinen wunderschönen Halbmond. Atme ein. Schieb nochmal hier, atme aus. Roll die Schultern zurück. Dreh dich nochmal auf. Atme ein. Standing Split, linke Hand kommt tief. Meine Balance ist heute auch noch im Bett geblieben, das ist okay. Atme. Steig zurück. Einmal hier Ausfallschritt. Atme ein. Dreibeiniger Hund, schiebe die Hände, rechtes Bein nach hinten oben, atme. Einatmen, komm nach vorne, sagen Liegestütz mit rechtem Bein oben und dann am Ende von Chaturanga oder gleich am Anfang, Ellenbogen eng, Herz weit nach vorne, senk dich ab, atme aus. Kobra oder heraufschauender Hund, atme ein. In den herabschauenden Hund über die Knie oder direkt, atme aus. Wir machen gleich weiter, Füße zueinander, hebt das linke Bein nach oben, atme ein. Aus, Knie an die rechte Schulter, Twist. Ein, schieb dich zurück, dreibeiniger Hund, öffne die Hüfte. Stabile rechte Seite, Brüstchen nach vorne und dann in Slow Motion mit der Ausatmung. Steig hinter dich, löst den linken Arm, lehn dich zurück, atme ein. Und dann aus dem Center, zieh das rechte Knie an die rechte Schulter. Schieß den Fuß nach rechts rüber, löst die rechte Hand, atme ein. Und rechte Hand tief, Knie zum linken Handgelenk, in die Taube, atme aus. Heb die Arme über den Kopf oder bleib mit den Händen am Boden, atme ein. Und langsam die Hände wieder tief, aktiviere dein Center und streck das rechte Bein aus. Dreibeiniger Hund, linkes Bein nach oben, atme ein. Und dann steig nach vorne zwischen die Hände mit deinem linken Fuß. Atme aus, hintere Ferse 90 Grad. Beug vorne tief, rechter Arm bringt dich hoch ein. Breite dich aus. Linke Hand flippt nach hinten. Lehn dich zurück, atme ein. Und dann komm zurück, Krieger 2. Rechte in die Hüfte, lehn dich ein bisschen nach vorne ein. Und dann stoß dich ab, hopp, in deinen Halbmond Adha Chandrasana. Breite dich richtig hier aus, ein. Aktiviere den linken Fuß aus. Vielleicht hebt den Blick, breite dich noch mal ein bisschen mehr aus, ein. Rechte Hand tief, Standing Split, atme aus. Sehr schön, nochmal hier ein. Steig mit dem rechten Bein, kontrolliert zurück, Ausfallschritt. Dreibeiniger Hund, linkes Bein kommt nach oben, atme aus. Fließ nach vorne, Liegestützposition, atme ein. Auch hier wieder gleich abstellen oder am Ende von Chaturanga. Heraufschauender Hund oder Kobra, immer mit beiden Füßen. Atme ein, stabil, in den herabschauenden Hund. Atme aus, sehr gut. Bevor wir weitergehen, mal ganz kurz die Knie tief, leg die Stirn ab, kurzer Reset. Langsam streck wieder die Arme und dann komm in deinen herabschauenden Hund. Ich mache jetzt die dritte Runde von dem Flow. Ich gebe noch ein, zwei Optionen dazu. Entweder du machst mit, du schaust mal, wie es dir geht, ja, was dein Körper heute hergibt, oder du bleibst in der Version, die wir schon hatten. Füße zusammen, heb das rechte Bein nach oben, zieh dich lang, atme. Knie nach links an die Schulter, in den Twist. Atme aus. Schieb dich zurück, jetzt öffne die Hüfte. Atme ein. Mehr Gewicht in die linke Hand. Langsam in Zeitlupe, steig hinter dich. Atme aus. Rechter Arm über den Kopf. Lehn dich zurück, wow, senk ein. Aus, rechte Hand tief. Dann schieß den Fuß nach drüben, löst den linken Arm, atme ein. Und linke Hand tief, Knie zum rechten Handgelenk, beug, atme. Wieder gerne die Arme einmal heben, wenn du möchtest, atme ein. Und Hände langsam wieder tief,
Atme aus. Geh Kraft in die Beine und dann hebt das rechte Bein. Atme ein. Steig nach vorne zwischen die Hände. Linke Ferse 90 Grad aus. Schieb in den vorderen Fuß, linke Arm bring dich hoch, atme. Und beug vorne tief. Flipp die rechte Hand, lehn dich zurück, öffne die rechte Flanke, atme ein. Und dann flieg nach vorne, ich steige ein bisschen zurück, dass ich mehr Platz habe. Ist auch ganz gut, dann hast du mehr unter dich. Atme aus. Dann öffne dich hier in deinen wunderschönen Halbmond. Hier eine kleine Option. Beug vielleicht das linke Knie und greif mit der linken Hand nach dem Fuß. Und dann kick in den Fuß und öffne hier, wir nennen es Sugar Cane. Genau. Und dann schau, dass aber unten das Bein aktiv ist und die Kniescheibe angezogen. Einmal hier tief ein. Und löst, bring langsam die linke Hand zur Erde. Du kannst hier jetzt bleiben, kurz in deinem Standing Split oder auch in die Vorwärtsbeuge oder Ausfallschritt. Oder du kannst ein bisschen catching some air. Ja, die Hände auf dem Boden, beugt das rechte Bein, schließt die Hüfte, saugt den Bauchnabel nach innen. Und dann versuch mal nur in der Luft die Beine zu wechseln. Ja, ist egal, wo das ist, ob das hier unten ist oder eher weiter oben. Versuch nur mal so ein bisschen Gewicht in die Hände. Und dann lande wieder mit rechts. Ja, mach vielleicht noch ein, zwei Mal und dann steige langsam mit links zurück in deinen Ausfallschritt. Blut im Kopf, drei Beine im Kopf. Rechtes Bein kommt nach oben, atme. Und dann nach vorne, senk dich ab, Ellenbogen eng. Heraufschauender Hund. Oder Cobra, atme ein. In den herabschauenden Hund. Letztes Mal, jetzt das linke Bein nach oben, atme ein. Zieh das Knie an die rechte Schulter. Ich hoffe, jetzt schon die eine oder andere Schweißperle ist da. Meine auf jeden Fall. Schieb dich zurück, atme ein. Öffne die Hüfte. Slow Motion, steig hinter dich. Atme aus. Linke Hand löst. Linke Arm über den Kopf. Lehn dich ein bisschen zurück. Hit dein Herz ein. Und dann langsam wieder zurück. Zieh das Knie nach rechts, schieß es rüber auf. Rechter Arm kommt nach oben, dreh dich auf, atme ein. Rechte Hand tief, beugt das linke Knie Richtung linkes Handgelenk. Hebt die Arme, zieh dich hier einmal lang, atme ein. Und Hände wieder tief, aktivier die Hände und das hintere Bein aus. Dreibeiniger Hund, hebt das linke Bein, atme ein. Steigt nach vorne zwischen die Hände. Dreh die hintere Ferse 90 Grad auf dem Boden. Atme ein, komm nach oben, Kriegerzwang. Atme aus, breit dich aus. Flipp die linke Hand, lehn dich zurück, öffne die linke Flanke, atme ein. Komm zurück, atme aus. Ich steige jetzt mit dem Fuß ein bisschen zurück, dann bin ich ein bisschen mehr auf der Matte. Flieg nach vorne mit deiner Einatmung in deinen wunderschönen Halbmond. Hier wieder Option, du bleibst hier oder du beugst das obere Bein und greifst mit der rechten Hand danach. Und dann kickst du in den Fuß und öffnest hier richtig schön. Natürlich auch hier Optionen, nach oben zu schauen, um die Balance noch ein bisschen mehr herauszufordern. Dann langsam lösen, rechte Hand zum Boden, komm in den Standing Split. Hier kannst du auch einfach bleiben, das ist angenehm. Oder nochmal eine Runde Handstand, beziehungsweise einfach mal Gewicht in die Hände bekommen. Roll die Schulter noch weg, schieb dich aus den Armen raus, Blick ist nach unten, so ein bisschen nach vorne ist versetzt, vor die Fingerspitzen. Und das, was du möchtest, ist, dass der Po hochkommt und die Beine von alleine kommen mit. Stoß dich ab und denk Hintern über die Schultern und dann langsam wieder tief. Sehr gut. Wie gesagt, ich nehme auch das hier, das ist fantastisch. Einfach mal so ein bisschen sich vertrauen. Und dann steig mit rechts zurück. Hier nochmal. Und dann in den dreibeinigen Hund. Atme. Komm nach vorne, Liegestütz, senk dich ab. Chaturanga, das letzte für heute. Ja. Heraufschauender Hund oder Kobra. Atme ein. In den herabschauenden Hund. Ja, schön. Und dann bring deine Knie tief. Hui. Setz dich zurück, komm in dein Kinn, erde die Stirn. Hui. Ein paar Atemzüge hier.
wieder Ruhe einladen, wieder Weichheit. Beug ruhig die Ellenbogen. Du kannst sie auch neben den Körper legen, wenn es für dich angenehmer ist. Und dann lauf dich langsam nach oben zum Sitzen. Auf den Fersen. Ui. Ah, ist das schön. Wir machen noch zum Runterfahren die Taube, weil wir haben sie ja schon vorbereitet. Lauf mit den Händen nach vorne, so einen Vierfüßlerstand. Rechtes Knie zieht nach vorne und der Unterschenkel kreuzt so weit, wie es geht. Ja, also wenn du ein bisschen Knieprobleme hast, dann eher ein bisschen spitzer. Ja, wenn die Hüften sehr offen sind, kannst du den Unterschenkel mehr nach vorne ziehen. Und dann lauf den anderen Fuß, den linken, nach hinten. Wenn die rechte Pobacke sehr weit oben schwebt, kannst du den Klotz nehmen oder eine Decke und sie unter deine rechte Pobacke bringen, ja, dass da Erdung ist. Und dann erstmal hier eine Länge. Und dann komm in die schlafende Taube, bring Gewicht in die Unterarme. Du kannst hier bleiben, natürlich auch auf den Händen. Oder komm noch ein bisschen tiefer und die Stirn ablegen. Eine sehr hingebungsvolle Haltung und wunderschön beruhigend. Geh nur so tief, wo der Atem weiter fließen kann und du den Stretch auch in der Hüfte gut aushältst. Und dann rappel dich ganz langsam wieder auf. Wenn du in der Haltung gerne länger bleiben willst, dann mach das ruhig. Beug dann hier dein linkes Knie, bring den rechten Fuß zurück. Nicht mal kurz ein bisschen bewegen. Und dann andere Seite. Bring dein linkes Knie nach vorne Richtung linkes Handgelenk und kreuz den Unterschenkel rüber. Schau auch wieder, wie weit es für dich geht. Dann lauf den rechten Fuß nach hinten. Wenn du jetzt hier weit oben bist und hier sehr viel Platz ist, dann nimm einen Block oder Decke oder ein Kissen und platziere deinen Po darauf. Das ist ein bisschen stabiler, ja? Und dann kannst du hier wieder nach vorne kommen, entweder auf die Hände, auf die Unterarme oder dich ganz ablegen, die schlafende Taube. Beobachte nur deinen Atem und deine Gedanken nach dem intensiven Flow. Atemzüge hier. Und dann löse, was auch immer unter deinem linken Pobacke ist. Und rappel dich langsam wieder auf. Diesmal setz dich auf die linke Pobacke und schwing dein rechtes Bein nach vorne. Und dann wackel dich ein bisschen nach vorne. Greif ruhig die Knie und dann ganz langsam roll dich auf den Rücken zurück. Zieh die Knie ruhig nochmal zu dir ran. Und dann kurz mal hier ein bisschen kreisen. Die eine und in die andere Richtung. Bring die Arme neben deinen Körper, Handflächen gerne nach unten. Lupf den Popo ein bisschen nach rechts und die Knie nach links in einen liegenden Twist. Wenn das zu tief ist für dich, ja, dann kannst du gerne auch einen Block oder ein Kissen zwischen die Knie legen. Drei Atemzüge hier loslassen, dich wieder tragen lassen, ja, und wieder die Entspannung einladen, dass keine Anspannung zurückbleibt. Nur diese Aktivierung, die positive Energie, die du eingeladen hast. Einatmung, bring die Knie wieder in die Mitte, lupf den Po ein bisschen nach links und lass die Knie nach rechts fallen. Du merkst auch hier, dass eine Seite sich sehr viel leichter drehen lässt. Das ist ganz normal. Nimm es nur wahr. Es gibt jetzt nicht eine gute und eine schlechte Seite, sondern eine, wo es halt leichter fällt und eine, wo es etwas schwerer fällt.
Komm langsam wieder in die Mitte. Bring den Po wieder zurück. Genau. Greif ruhig mal vielleicht mit den Händen an deinen Nacken und heb ihn mal so ein paar Millimeter an und leg den Kopf richtig wie in eine Hängematte in deine Hände. Und dann dreh ihn so ein bisschen hin und her. Ja, wenn wir viel stützen, dann ist es auch oft, dass wir ganz viel Druck in den Hals bekommen. Und dann leg den Kopf langsam wieder ab. Streck die Beine ab. Greif mit der rechten Hand das linke Handgelenk. Und dann lehn dich kurz einmal so ein bisschen nach rechts, wie so eine kleine Banane, und zieh deine linke Seite lang. Und dann komm wieder in die Mitte, wechselst, greif mit deiner linken Hand das rechte Handgelenk, lehn dich ein bisschen nach links und dann zieh die rechte Seite so ein bisschen lang, vor allem auch das Handgelenk und die Schulter, ja, damit du da wieder ein bisschen den Druck rausbekommst. Und dann komm wieder zurück und dann leg die Arme neben deinen Körper und komm in Shavasana. Vielleicht möchtest du dich noch zudecken, noch irgendwas Gutes tun. Und Shavasana gerne auch länger. Entspannen und loslassen. Das Gewicht abgeben. Vielleicht noch ein paar Mal durch den Mund ausatmen. Die negativen Dinge oder die Unerwünschten abgeben. Und die schönen, positiven Dinge, die du in dein Leben einladen möchtest, einatmen. Auf oder bleib noch ein bisschen liegen. Sonst finde den langsamsten und faulsten Weg nach oben zum Sitzen. Schließ noch mal kurz die Augen, komm noch mal ganz aufrecht. Fühl hinein in die positive Energie. Und es gibt ja diesen schönen Spruch: Where attention goes, energy flows. Wenn wir uns immer darauf konzentrieren, was wir nicht haben oder was wir nicht wollen. Das Universum hört immer nur zum Beispiel diese Sachen und das Nicht kriegt das nicht mit. Deswegen konzentriere dich auf die Dinge, die du dir wünschst, die du mehr einladen möchtest. Liebe, Zufriedenheit, Glück. Statt das zu definieren oder zu Aufmerksamkeit auf die Dinge bringen, die du nicht hast. Erhöhe somit deine Energie und zieh die Dinge an, die du dir wünschst. Bring die Hände vor deinem Herzen zusammen und dann verneige dich in tiefer Dankbarkeit vor dir selbst, dass du heute einen Weg auf die Matte gefunden hast, zu praktizieren. Und dann heute ein Stück tiefer, in tiefer Dankbarkeit vor diesem wundervollen Geschenk des Lebens. Und dann komm sanft zurück. Namaste. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit mir praktiziert hast. Ich hoffe, es geht dir gut und es hat dir Freude bereitet. Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren hier oder auf Instagram oder bei Facebook. Ich freue mich oder komm bei mir im Studio vorbei, Kale & Cake in München.